Ja, hallo liebe Flugzeugbauer, und schon geht's weiter mit unserem Kurs. Wir haben beim letzten Digital Aviation School Video uns ein Flugzeug, Höhenmesser gebaut. Hier ist er, unser Altimeter Control. Und in diesem Höhenmesser haben wir noch ein Vario integriert und das wollen wir jetzt in diesem Video mal mit Leben füllen. Doch bevor wir das machen, müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten aufräumen. Gehen wir mal in den TAT. Hier hängen wir an die Node unseren Control für den Höhenmesser dran. Das ist de facto unser Höhenmesserinstrument. Und diese Sequenz, wo das dran gehängt wird, hätte ich gerne an einer anderen Stelle, und zwar am HUD Control dranhängen, dass wir hier eine zentrale Stelle haben, bei dem wir unsere ganzen Elemente reinhängen. Und zwar machen wir das mit einer Public Void Register New Instrument, und das kriegt als Parameter ein Instrument Control New Instrument. So, this Spatial, dann Add Control, und da machen wir dann das neue Instrument dran. So. Das hat jetzt den Vorteil, dass wir dann später, wenn wir die Instrumente als Gesamtes ein- und ausblenden wollen, sprich das gesamte Cockpit ein- und ausblenden wollen, dass wir das zentral über diesen HUD Control machen können. Das heißt, wir gehen wieder in die Main-Methode und hier machen wir jetzt Folgendes. Wir haben hier dieses New HUD Control. So, das lagern wir jetzt aus. Und zwar HUD Control. MyHUD Control ist gleich. So. Dieses Set Enable True, das braucht man eigentlich nicht. Das ist standardmäßig auf True. Das heißt, das können wir herausschmeißen. Und jetzt machen wir Folgendes. MyHUD Control, Register, New Instrument. Und hier hängen wir jetzt diesen neuen Höhenmesser rein. So, dann brauchen wir den hier nicht mehr. So, das heißt, wir haben jetzt hier unser HUD Control erzeugt und es an das MyPlane drangehängt. Und jetzt registrieren wir neue Instrumente direkt in unserem HUD Control. Dadurch wird das HUD Control unsere zentrale Stelle, an der wir unsere Instrumente reinhängen. So, dann schauen wir nochmal. Control Update, Rotate Indicators. Hier werden wir auch noch eine kleine Anpassung vornehmen. Und zwar, wir schauen jetzt nochmal ins Instrument Control rein. Hier haben wir eine Minimal Calculation Loop Time. Genau, und da brauchen wir jetzt noch schnell was dazu. Und zwar Protected Float. Und zwar Time since last update. Das ist jetzt die Zeit seit dem letzten Update-Wert. Und jetzt gehen wir mal in unser Altimeter-Control rein und sagen, if this time since last update ist größer als this minimal calculation loop time, dann und nur dann soll unser Zeiger rotiert werden. This time since last update ist 0 und this time since last update plus ist gleich TPF. Das heißt, wir summieren hier jetzt unsere entsprechenden Zeiten auf, und wenn die aufsummierte Zeit größer ist als das übergebene Minimal Calculation Loop Time, dann wird tatsächlich die Funktion ausgeführt und wird wieder auf 0 gesetzt, und dann wird halt im nächsten Zyklus wieder geguckt, ob diese Minimal Calculation Loop Time entsprechend überschritten wurde. So, jetzt schauen wir noch mal kurz hier rein. Hier haben wir jetzt 0,1 Sekunde. Das passt, also 10 mal die Sekunde wird unser Instrument abgedatet. Jetzt mache ich das noch ein bisschen größer. 100, dass man den Zeiger besser sehen im Video.
Schauen wir uns das nochmal schnell an. So, da ist er. Schieben wir ihn gleich nochmal ein bisschen. Das ist wunderbar. Lass den Zeiger noch ein bisschen rüberlaufen. Ah ja, genau. Eine Sache, das müssen wir auch noch ändern. Der weiße Zeiger liegt unterhalb dem gelben Zeiger. Das geht natürlich nicht. Das wäre ja vom Aufbau her unlogisch. Das heißt, wir müssen... Wo sind wir? Init Altimeter. Da sind wir. Place the Vario Indicator. Den müssen wir natürlich oberhalb... So... unsere Zeiger dranhängen. Jetzt probieren wir das nochmal. Halt. Bisschen nach links schieben wollten wir noch. Machen wir hier 100. So, dann gucken wir mal. So. Hat er schon genug Speed? Nee. Und der weiße Zeiger ist jetzt über dem roten. So würde auch ein echtes Instrument aussehen. Gut, jetzt haben wir die Aufräumarbeiten gemacht. Und jetzt kümmern wir uns um das Vario. Das heißt, wir erzeugen uns jetzt eine Methode. Private void move halt move Vario Indicator. Und das Ding kriegt jetzt float. Cycle time. Hier brauchen wir jetzt natürlich die Cycle time, nicht mehr TPF, weil wir ja hier in unserem Control Update das Ganze über time since last update gerechnet haben. So, wo sind wir? Rotate, ne? Init Altimeter, hier sind wir. Gut, was brauchen wir jetzt? Wir wollen, ein Variometer ist sozusagen die Messung der Höhen, Höhenveränderung. Also brauche ich private float, eine Variable, die mir die tatsächliche Höhe angibt. Also current altitude ist gleich 0f. Um die Differenz zu messen, brauche ich noch die last altitude. Das machen wir jetzt hier in dem Sinne in Metern. Dann, das heißt, wir nehmen nicht diese Feed-Variable, sondern die Meter-Variable. Und deswegen lasse ich hier auch die zusätzliche Bezeichnung der Größenordnung weg. Und this halt private float current altitude change, da schreibe ich jetzt meine Messung rein. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal diesen Wert berechnen. Dazu machen wir jetzt einfach Folgendes. Wir sagen, this current altitude ist gleich this spatial get local translation y. Das ist die tatsächliche Altitude. Und this last altitude ist gleich this current altitude. Das heißt, ich übernehme den alten current Wert, bevor ich ihn mit einem neuen überschreibe. Jetzt kann ich auch meine altitude change errechnen. This current altitude change ist gleich. Jetzt berechne ich this current altitude minus this last altitude. Das ist jetzt die tatsächliche Änderung. Ich möchte aber Änderung pro Zeiteinheit, also geteilt durch cycle time. So, das ist jetzt die Änderung meiner Höhe. Jetzt müssen wir unseren Vario-Indikator verschieben.
Dazu müssen wir jetzt hier eine kleine Änderung noch vornehmen. In der Init-Methode sehen wir, dass wir unser Attached Child direkt gemacht haben. Und zwar, also wir haben hier dieses Attached Child erzeugt mir ein komplett neues Picture und das hänge ich jetzt direkt dran. Aber ich muss ja dieses Picture noch entsprechend verschieben, also brauche ich Private Picture Vario Indicator ist gleich null. Das müssen wir jetzt auch importieren. Und jetzt darf ich ihn jetzt nicht direkt reinhängen, sondern ich sage this. Und hier hänge ich jetzt genau dieses Ding rein. Das heißt, ich übernehme diesen Wert und packe ihn erstmal in eine Variable hinein. Und dann mache ich mein Attached Child. Und jetzt kann ich auch direkt dieses Bild verschieben. Also das heißt, ich kann jetzt set local translation. So, der X-Wert ist ganz einfach this instrument left pos x. So, der Y-Wert wird spannend. Das heißt, wir machen jetzt erstmal den Z-Wert, der ist 0f. Wir sind ja zweidimensional im Cockpit. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich sage, ich muss jetzt erstmal, also wo sind wir hier? Dieser Wert schwankt jetzt zwischen, wo ist denn unser Bildchen? Hier haben wir noch irgendwo eins. Halt Instrument, da sind wir. Dort ist jetzt mein Zeiger. Und je mehr das Flugzeug steigt, umso schneller das Flugzeug steigt, umso höher steigt dieser Zeiger. Und den muss ich jetzt hier genau an der Stelle kappen. Ich muss ihn hier stehen lassen, weil sonst geht er mal irgendwann mal über dieses Bildchen hinaus. Also brauche ich einen Maximalausschlag. Das heißt, private static final float. Das Ding nennen wir jetzt mal Max Vario Indicator Value. Und das ist jetzt, schauen wir nochmal kurz auf das Instrument drauf, das wäre jetzt hier 15. Allerdings möchte ich, dass er über die 15 noch hinweggeht und hier ungefähr bei diesem Dreieck stehen bleibt. Das heißt, wir machen das Ding, ups, wo sind wir? Auf den Wert 17. Das ist der maximale Wert. Das heißt, mein Y-Wert kann ich jetzt dergestalt errechnen, dass ich sage this instrument pos und zwar lower pos y plus mein Ausschlagwert. Und dieser Ausschlagwert, den beschränke ich jetzt mal auf diesen Konstantwert, den ich jetzt hier gerade gemacht habe. Das wäre fast math und die Funktion heißt clamp. This current altitude change und dann sage ich minus Max Vario Indicator und plus Max Vario Indicator Value. Das heißt, es wird jetzt genau dieser Wert genommen, wird aber begrenzt unten durch diesen Wert, oben durch diesen Wert. So, jetzt bewegt sich dieses Teil in Pixel. Das heißt, ich hatte jetzt hier nicht, wenn ich jetzt hier auf den Fünferwert gehe, dann oder ihn anzeigen möchte, dann ist momentan der Wert meiner Variable tatsächlich 5. Das würde jetzt hier aber in Pixelwerten übersetzt werden. Das geht nicht. Das heißt, ich brauche jetzt noch einen Faktor, der mir diese 5 Pixel auf genau diesen Wert hier hochrechnet. Und das machen wir jetzt in der Initialisierung. Müssen wir uns den berechnen. Und zwar taufen wir das jetzt Private Float und wie nennen wir das? Vario Movement Factor und das ist gleich erstmal 0. So, und hier berechne ich den jetzt. Wo sind wir? Hier sind wir. So, this Vario Movement Factor
Ist gleich. So, und jetzt müssen wir wieder ein bisschen Mathematik ausgraben. Und zwar 130 durch 700,0. Wie komme ich auf diesen Wert? Halt F. Wie komme ich auf diesen Wert? Das ganze Instrument ist 700 Pixel hoch und der Abstand von hier bis genau 15. Also genau von da bis da haben wir 130 Pixel. Das heißt, ich rechne jetzt den Prozentanteil vom Gesamten dieses Abstands aus. So. Und das Ganze muss ich jetzt noch multiplizieren. Und zwar mit der Instrumentenhöhe. Ich muss es ja auf die Instrumentenhöhe ummünzen. Instrument Height geteilt durch ins Verhältnis stellen durch meine maximale Anzeige. Und die maximale Anzeige, das ist die 15 bei uns. Und das taufen wir jetzt Max Vario Value. Das ist tatsächlich das maximale Wert, der maximale Wert. Sehr ähnlich. Mal überlegen, ob ich mir dann einen anderen Namen überlege. Das sieht ja dann im Code, den ich dann in Git hochlade. So, geteilt durch den Wert. Und jetzt habe ich die Verhältnisse entsprechend klar gezogen. Das sind die Verhältnisse meiner Gesamt- oder meiner Ausgangssituation und das ist sozusagen der Anteil dieser Anzeige im Verhältnis zur tatsächlichen Größe. Jetzt muss natürlich noch dieser Faktor angewendet werden, also hier unser errechneter Wert mal this Vario Movement Factor. Aber am besten, wir probieren es mal aus. Dann schauen wir mal, ob das Vario irgendwas macht. Nein, das Vario macht nichts. Das heißt, ich habe vergessen. Ah, natürlich. Ich muss ja meine Methode aufrufen. Move Vario Indicator. Sonst geht natürlich gar nichts. This move Vario Indicator und dann this time since last update. So, schauen wir mal, ob er sich jetzt rührt. Ah, er rührt sich, wir sinken. Das heißt, er geht nach unten. Jetzt geht er nach oben. Ja, wunderbar. Er zittert ein bisschen, der Zeiger. Hängt unter anderem daran, dass wir hier durch einen Wert teilen. Wer das Ding etwas ruhiger haben möchte, der müsste sich im Prinzip einen Durchschnittswert errechnen. Das heißt, er müsste in einem Array dann 3, 4 von den Werten errechnen und dann den Durchschnittswert nehmen. Also ein Array mit, sagen wir mal, 4 von diesen Altitude-Change-Werten und dann tatsächlich nur mit der Summe geteilt durch 4 in die Transformation gehen. Aber ich sehe noch eine Sache, das sollte man hier vielleicht auch nochmal klären. Das hat mich schon länger gestört. Und zwar, vielleicht ist es euch aufgefallen, dass Steuern ist ein bisschen doof, weil immer nur eine Taste funktioniert. Ich kann nicht rollen und nicken gleichzeitig. Das wollen wir hier an der Stelle mal kurz glatt ziehen. Das liegt an der Plane Basic Control und an der Move Plane. Ne, nicht an der Move Plane Node, an der. Was sind wir denn da? Control Update hier. Dieses Else-If, das ist Schwachsinn. Also, ich möchte natürlich gleichzeitig pitchen, down bzw. nach rechts rollen. Ja. Das heißt, hier darf das Else nicht sein. Dann Roll Jar. Genau, hier. So, jetzt müssten wir, probieren wir es nochmal schnell.
Nicken und rollen und gehen gleichzeitig können. Schauen wir mal. Ja, genau. Das sieht doch ganz anders aus. Gut, dann haben wir jetzt unser erstes Instrument erfolgreich gebaut. Also ein Höhenmesser mit Varioanzeige und allen drum und dran. Als nächstes werden wir, ich überlege noch, aber ich vermute mal, das nächste Instrument, was ich machen werde, ist eine Höhenanzeige über Grund. Der Hintergrund ist, dieses Vario zeigt ja die Gesamthöhe an. Das heißt, wenn ich jetzt über einen Berg fliege, dann ändert sich dieser Zeigerausschlag nicht. Aber über Grund ändert sich tatsächlich was, weil der Abstand zum tatsächlichen Boden wird natürlich geringer, wenn ich über einen Berg fliege und die tatsächliche Luftdruckhöhe behalte. Und das heißt, wir werden uns jetzt noch ein kleines Instrument bauen, das Ihnen die Höhe über Grund anzeigt. Und das werde ich als Digitalinstrument ausführen, damit wir auch mal sehen, wie man ein hübsches Digitalinstrument bauen kann. Das wird das nächste werden. Ich weiß nicht, ob ich es in einem Video hinkriege. Ich vermute, es werden wieder zwei werden. Und wenn wir das Ding dann haben, dann werden wir uns einen künstlichen Horizont bauen. Da werden wir locker drei Videos brauchen, weil das Ding ist ein bisschen komplizierter. Und wenn wir das haben, dann können wir die Flugeigenschaften vielleicht noch ein bisschen kalibrieren. Also den Auftrieb, die Widerstände etc. Da müssen wir noch ein bisschen Feintuning machen, weil so wie es jetzt ist, ist es nicht ganz realistisch. Aber da haben wir ja alle Zeit der Welt, uns hetzt ja niemand. Und insofern wünsche ich wie immer viel Spaß beim Nachbauen.